Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Auch in diesem Jahr sind wir auf der Agritechnica 2013. Die Tore sind hier vom 12. bis zum 16. November geöffnet. Die weltgrößte Landtechnikmesse mit vielen, vielen Ausstellern aus unserer Region sind hier vertreten. Wir gehen jetzt einmal mit Ihnen durch die Messehallen, wollen für Sie ein paar Impressionen einfangen. Viel Spaß dabei! Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute auf dem Messestand der Envitec Biogas AG und neben mir steht der Vertriebsleiter National, Herr Christian Ernst. Herr Ernst, was macht die Envitec und was ist der Schwerpunkt von Envitec? Die Envitec ist ein Anbieter von Komplettanlagen. Wir bieten den Kunden den kompletten Service von der Planung, die Genehmigung, den Bau der Anlagen und auch natürlich für den Service. Und seit wann gibt es die Envitec? Envitec ist 2002 gegründet worden mit roundabout 18 Mitarbeitern und ist natürlich in den kommenden Jahren stetig gewachsen. Wir sind jetzt weltweit etwa 350 Mitarbeiter, verteilt auf 21 Niederlassungen. Wir haben zwei Standorte. Unser Hauptstandort ist einmal Lohne und der zweite Standort ist in Saarbeck. Und hier werden die Anlagen projektiert, durchgeplant, konzipiert und natürlich dem Kunden ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Herr Ernst, ist durch das EEG der Absatz von Biogasanlagen in Deutschland schwieriger geworden? Der Markt ist deutlich schwieriger geworden. Durch das EEG ist eine gewisse Verunsicherung bei den Kunden hervorgetreten. Hinzu kommt, dass politische Unsicherheiten oder Unstimmigkeiten dazu geführt haben, dass einfach eine gewisse Zurückhaltung im Anlagenbau da ist. Das wird immer weitergeführt, auch dadurch, dass dadurch eine gewisse Verunsicherung bei Banken und damit auch Finanzierungen von Anlagen hervortritt. Und das hat den Anlagenbau in Deutschland ja doch massiv zum Stillstand gebracht. Und wie sieht es im Ausland aus? Im Ausland verzeichnen wir einen deutlichen Zuwachs von Anlagen. Dort sind die Rahmenbedingungen oft einfach besser als in Deutschland. Und daher werden wir unser verstärktes Augenmerk jetzt auf den Anlagenbau auch im internationalen Bereich senden. Und in welchem Ausland sind Sie vertreten? Wir sind in insgesamt 21 Ländern vertreten. Schwerpunkt dabei sind unsere Märkte in Italien, wo wir bereits 43 Anlagen gebaut haben, in Tschechien 27 Anlagen. Und in Zukunft sehen wir unsere Zielmärkte und Kernmärkte vor allen Dingen in England und in Frankreich. Wie viele Biogasanlagen und in welcher Größenordnung wurden bislang realisiert? Deutschlandweit sind insgesamt 7.700 Anlagen roundabout in Betrieb. Davon Envitec hat davon etwa 385 MW, das sind ca. 600 Module, die wir gebaut haben. Wie sieht die Zukunft bei Envitec aus? Gibt es innovative Ideen, Neuerungen auf dem Markt? Die Zukunft natürlich einerseits in der weiteren Internationalisierung. Wir haben jetzt den Sprung über den großen Teich gewagt. Die erste Anlage in den USA ist in Betrieb gegangen. Die zweite geht in diesen Wochen jetzt in Bau. Daneben haben wir weitere lukrative Aufträge in China in Aussicht, also Asien. Der asiatische Markt entwickelt sich weiter, aber auch der russische Markt. Was Innovationen angeht, ja, Sie sehen hier hinter uns unsere EnviFarm Kompaktanlage. Das heißt, wir stellen uns dem Markt. Der Trend geht immer mehr in Richtung kleinerer Anlagen. Und hier ist unsere EnviFarm Kompaktanlage mit einer modulen Bauweise, mit einer Serienfertigung, einer Vorfertigung an unserem Standort eine gute Sache, um diesen Markt auch zu erobern. Im letzten Jahr hatten wir ja darüber gesprochen, dass Envitec auch direkt an den Markt geht, also direkt Biogas vermarktet. Wie hat sich das jetzt im letzten Jahr entwickelt? Sehr, sehr positiv. Wir haben einen Großteil unserer Kunden inzwischen in der Direktvermarktung. Das heißt, der Kunde vermarktet den Strom an der Strombörse. Das ist vom Gesetzgeber gewollt und gewünscht. Und wir bieten unserem Kunden durch unsere Envitec Energy die Möglichkeit, ihm diese Arbeit abzunehmen. Und und haben das sehr, sehr erfolgreich bisher umgesetzt und sehen auch da ein großes Potenzial für die Zukunft. Ja, wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer Interesse hat, an wen kann er sich wenden? Natürlich über unsere Internetseite www.envitec-biogas.de, aber auch an unsere Stellen in Lohne, unser Headquarter in Lohne, aber auch natürlich unsere Vertriebs- und Produktionsgesellschaft in Saarbeck. Dort sind immer Ansprechpartner zur Verfügung. Herr Ernst, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Spaß und Erfolg hier auf der Agritechnica. Danke.
hier auf dem Stand der Landwirtschaftskammern und neben mir steht Frau Dr. Beate Bajorath vom Verband der Landwirtschaftskammern und Herr Rolf Hachmeister von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Frau Bajorath, welche Aufgaben übernimmt die Landwirtschaftskammer im Allgemeinen? Landwirtschaftskammern bilden, beraten und fördern. Sie sind Selbstverwaltung des landwirtschaftlichen Berufsstandes und sie sind ganz allgemein für die Menschen im ländlichen Raum da. Als Dienstleister für ganz breite Aufgabengebiete, die die Landwirtschaft, den Gartenbau, die Forstwirtschaft und die Fischerei betreffen. Herr Hachmeister, welche Aufgaben übernimmt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen? Ja, die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist sicherlich ein Träger öffentlicher Belange und gleichzeitig eine berufsständische Vertretung. Wir beraten die Landwirte in allen Dingen der Berufsbildung, der Sortenwahl, der Düngung, der Tierernährung, der Tierzucht und sind damit breit aufgestellt. Wir haben aber auch gleichzeitig hoheitliche Aufgaben vom Ministerium, die wir bekommen und die wir dort auch durchführen. Ja, was stellen Sie in diesem Jahr auf der Agritechnica aus? Wir sind mit unserem Stand hier in der Halle 17 vertreten mit allen Themen, die die Landwirtschaftskammer anbietet. Wir sind natürlich mit unseren Beratungsthemen da und wir wollen einfach gerne zum Gespräch bereitstehen, was aktuelle Themen angeht, was Sie immer schon mal sagen oder wissen wollten oder loswerden wollten. Ganz besonders haben wir drei Themen vorbereitet, die auf der Agritechnica nach vorne gestellt werden, weil sie einfach die Landwirtschaft im Moment stark beschäftigen. Das erste ist das Thema der neuen Düngeverordnung. Die Novellierung steht im nächsten Jahr an und das beschäftigt viele Landwirte. Die Düngeverordnung regelt das Ausbringen von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen. Düngemittel enthalten Nährstoffe, die die Pflanzen brauchen für ihr Wachstum und wir auch mit unserer Nahrung wieder aufnehmen. Grundsatz bei der Düngeverordnung ist die Düngung nach Bedarf. Das heißt, das, was die Pflanzen brauchen, unter Berücksichtigung dem, was der Boden schon anbietet. Und die Differenz davon ist zu düngen. Die Grundregel in der Düngeverordnung ist Düngung nach Bedarf. Und dabei muss jeder landwirtschaftliche Betrieb Umweltverluste ins Wasser oder in die Luft minimieren. Das ist der Grundsatz und das ist fachlich auch richtig so. Die Neuerung der Düngeverordnung, mit der Ende nächsten Jahres zu rechnen ist, diskutiert vor allem die Düngerbedarfsermittlung. Das ist ein Schwerpunkt in der ganzen Überarbeitung und dabei hat die Kommission auch Vorstellungen, um Überdüngung in den Griff zu kriegen, nur noch feste Richtwerte vorzugeben und nicht mehr nach dem Beratungskonzept zu arbeiten, wie wir das bisher gewohnt sind. Das würde in einigen Produktionssystemen und Standorten Einschränkungen geben. Wir sehen das so, dass wir die Beratung intensivieren. Wir haben Beratungskonzepte und arbeiten bei der Düngeberatung auch an neuen Konzepten, sind da also aufgestellt. Wichtig ist, dass die fachlichen Grundlagen auch weiterhin eingehalten werden. Das gilt auch für die Diskussion zu den Sperrzeiten, für die Ausbringung von Düngemitteln im Herbst. Da wird es auch Verschärfungen geben und wichtig ist dabei, dass man die Bedingungen, in denen noch Dünger gestreut werden kann im Herbst, auch weiterhin möglich macht. Das zweite Thema ist die neue Sachkundeverordnung im Pflanzenschutzbereich. Hier kommen ganz massive Änderungen in der Organisation auf die Landwirte zu. Da müssen sich viele umstellen. Mit der neuen Sachkundeverordnung kommt für den Landwirt eine Fortbildung auf ihn zu. Er muss sich beraten lassen, das muss er ohnehin schon. Er muss dreimal in drei Jahren eine Fortbildung machen, um seine Sachkunde zu erhalten. Es ist nicht so wie beim Führerschein, dass er sachkundig auf Lebenszeit ist, sondern er muss eben regelmäßig diese Fortbildung dann machen. Wir als Landwirtschaftskammer bieten dafür Fortbildungslehrgänge an. Wir machen das ohnehin schon. Wir haben Winterveranstaltungen, wo die Landwirte auch hingehen können und sich fortbilden lassen können. Sie bekommen dann eine Teilnahmebescheinigung und hätten dann erstmal für drei Jahre ihr Pensum erfüllt. Das ist neu. Wir in Deutschland haben schon lange eine Sachkundeverordnung. In anderen EU-Mitgliedstaaten ist das noch nicht so gewesen. Also diese Regelung kommt jetzt aus der EU auf Deutschland zu. Für uns ist es relativ leicht umzusetzen, weil wir, wie gesagt, schon ein sehr gutes System in der Fortbildung ohnehin schon hatten. Ich bewirtschafte einen Ackerbaubetrieb im Leine-Bergland, ca. 400 Hektar, mit ein bisschen Grünland dabei. Ja, bin in meinem Arbeitskreis gebunden, Pflanzenschutz, auch über die Kammer, werde auch regelmäßig beraten dementsprechend.
und nehme an Fortbildungsveranstaltungen teil. Ändern wird sich für mich de facto gar nichts, außer dass wir inzwischen dann Gebühren zahlen müssen oder in Zukunft Gebühren zahlen müssen für das, was wir bislang ohnehin schon gemacht haben. Das ist natürlich auch eine Dokumentationspflicht, der wir da unterliegen. Es ist also auch von unserer Seite her mehr Aufwand da. Aber grundsätzlich am Verfahren her ändert sich eigentlich gar nichts. Und das dritte Thema, was wir vorstellen möchten, ist die Schnellbestimmung des Trockenmassegehaltes bei Gülle. Hier geht es darum, dass die Landwirte mit einer Schnellbestimmung halt die Transportwürdigkeit sozusagen und auch die Nährstoffgehalte der Gülle gut bestimmen können. Ja, die Schnellbestimmung der Trockenmasse in Gülle ist erforderlich, um aus diesen Gehalten Rückschlüsse auf die Nährstoffinhalte der Gülle zu ziehen. Das ist ein Thema, was in der landwirtschaftlichen Praxis von großer Bedeutung ist, weil die Landwirte gar nicht wissen, wie hoch die Konzentration an Stickstoff, Phosphat und Kali in den tierischen Ausscheidungen ist. Und das alles hat zur Folge, dass man in der Praxis kaum mit diesen Düngern zielgerichtet düngen kann, weil man, wie gesagt, nicht weiß, welche wertgebenden Pflanzennährstoffe darin enthalten sind. Hier hilft die Trockenmassebestimmung ganz entscheidend weiter. Wir können also anhand der Trockenmassegehalte mit großer Genauigkeit, zumindest im Bereich von Schweinegülle, auf die Nährstoffgehalte der Gülle schließen. Die Trockenmassebestimmung in Güllen ist natürlich für den Ackerbaubetrieb wichtig, damit er weiß, wie viel er düngen kann. Sie ist aber auch für den Veredelungsbetrieb wichtig, damit er weiß, wie viel tierische Ausscheidungen insgesamt auf seinen Flächen zur Verfügung steht. Insofern ist das nicht nur ein Thema für die Agritechniker hier, sondern auch für die nächstjährige Ausstellung, nämlich die Eurotier. Auch dort werden wir dieses Thema entsprechend präsentieren. Das waren drei interessante Themen. Herr Hachmeister, wo sehen Sie Ihre Ziele in der Zukunft für die Landwirtschaftskammer Niedersachsen? Wir wollen natürlich die Betriebe weiterhin begleiten. Wir wollen mit ihnen in die Zukunft gehen, dass sie mit uns beraten werden, mit uns weiterhin die Zukunft besser gestalten können und dass wir weiterhin mit den Betrieben auch eine vernünftige Beratung hinbekommen. Und wie sieht das bei dem Verband der Landwirtschaftskammern aus? Wir als Dachverband organisieren ja sozusagen die Zusammenarbeit der Landwirtschaftskammern und es ist uns ein gemeinsames Zukunftsanliegen, was Herr Hachmeister eben auch schon sagte, nachhaltig erfolgreiche Betriebe zu unterstützen und auch für die nächsten Generationen die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gibt es natürlich auch im Bereich der Politik eine Menge zu tun und wir werden als Fachorganisation dazu unsere Stellungnahmen abgeben und weiter dranbleiben, dass Praxis und auch die Gesetzgebung auch miteinander auskommen können. Ja, das war sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, viel Spaß hier auf der Messe. Danke. Ja, vielen Dank. Wir sind hier auf dem Messestand der AD Agro. Neben mir steht der Geschäftsführer, Herr Uwe Heider. Hallo. Herr Heider, wer ist die AD Agro? AD Agro ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Vechta. Wir sind fast 10 Jahre im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und dabei besonders im Bereich der Biogasanlagentechnik. Ich denke, dass wir unter den etablierten Anbietern schon bekannt sind als jemand, der komplexe Anlagentechnik entwickelt und dann die Anlagen von A bis Z baut. Was macht die AD Agro ganz genau? Okay, wir beraten interessierte Kunden aus Landwirtschaft und auch aus Industrie über alle Möglichkeiten rund um die Biogasanlagentechnik. Wir bauen dann diese Anlagen, wir fahren die Anlagen hoch, wir betreuen die Anlagen, machen Service und Wartung und kümmern uns um alles, was rund um die Biogasanlagentechnik noch so dazu gehört. Und wo ist der Sitz der AD Agro? Wir sitzen in Vechta. Wir sitzen in Vechta im Gewerbegebiet am alten Flugplatz. Da sitzen wir jetzt seit 1. Oktober diesen Jahres. Wir sind umgezogen. Vorher gab es die AD Agro in Wöstendölln und sind natürlich sehr froh, dass wir jetzt in Vechta auch einen sehr großen und großen modernen Standort haben, wo wir Büro und Lagerfläche alles unter einem Dach haben. Das heißt, wir können unsere Kunden noch schneller mit Lösungen bedienen und wenn Materialien raus müssen, ohne Zeitverzögerung, ja. Funktioniert prima. Ja, warum ist die AD Agro hier auf der Agritechnica? Die Agritechnica ist neben der Eurotier sicherlich die,
wichtigste Messe für uns und unsere ganze Branche. Hier haben wir die Möglichkeiten, Bestandskunden aus Deutschland, aus dem Ausland zu treffen und vor allen Dingen auch neue Kontakte zu knüpfen. Es ist sicherlich so, dass durch das EEG und die ganzen Diskussionen, die wir derzeit haben, die Nachfrage aus Deutschland dramatisch nach unten gefahren wurde. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir 85% unserer Kontakte in Richtung Osteuropa haben oder anderes angrenzendes Ausland. Da fühlen wir uns natürlich sehr gut aufgehoben mit so vielen internationalen Kontakten. Warum ist für AD Agro Osteuropa so interessant? Gut, der osteuropäische Markt ist für uns deshalb so interessant. Wir haben schon vor zig Jahren die ersten Kontakte in Richtung Polen, Tschechien und weiter hinaus sogar bis nach Russland geknüpft. Wir haben in 2006, 2007 die erste Anlage in Polen gebaut und haben derzeit etliche Anlagen auch in der Umsetzung und die auch für 2014, 2015 anstehen. Auch darüber hinaus zum Beispiel in Russland. Wir haben, glaube ich, die größte funktionierende Biogasanlage in Russland gebaut mit sehr komplizierten Rahmenbedingungen, Schlachtabfälle als Einsatz, andere erneuerbaren oder regenerative Inputs. Also schon wirklich ein sehr großes Paket, was wir dort angepackt und umgesetzt haben. Dieses Projekt genießt auch in Russland höchste Priorität. Das ist ein richtiges Leuchtturmprojekt. Also selbst höchste Politiker aus Moskau und aus der Region sind schon da gewesen und haben sich das angeguckt, weil das auch für den Bereich der sich entwickelnden erneuerbaren Themen in Russland sehr wichtig ist. Und also wir sind natürlich ganz froh, dass unsere Anlage da so gut funktioniert und die anderen sich was abgucken wollen. Gibt es in diesem Jahr auf der Agritechnica eine Messeneuheit bei AD Agro? Ja, wir haben eine ganze Menge, wir haben ein ganzes Paket an Innovationen, die wir auch unseren Kunden präsentieren können. Sei es verbesserte Technik im Bereich der Rührtechnik, der Pumptechnik, effizienzsteigernde bzw. energiesparende Techniken. Aber wir haben auch ein wirkliches Highlight, steht sogar hinter uns. Ja. Das ist das AD Real Touch 3.0, eine ganz neue Steuerung, die wir unseren Kunden anbieten können, die deutlich mehr Handlingsmöglichkeiten und Komfortmöglichkeiten bietet als irgendetwas anderes, was so im Markt bekannt ist. Nur ein paar Fakten, ich glaube, wir können da mal drauf gucken. Echtzeitdatenerfassung, Anbindung an die heute an die wichtigen Plattformen zur Direktvermarktung im Bereich EEG. Wir haben Alarmierungstools und wir haben Archivierungstools, die über das Bekannte hinausgehen. Darüber hinaus ganz wichtig ein Kostenreduktionstool. Das heißt, das System warnt automatisch, bevor irgendwelche Spitzenwerte im Verbrauch nach oben gehen, dass also der Betreiber vorher schon reagieren kann, bevor die Rechnung vom Energieversorger an ihn zu hoch wird. Herr Haider, das war sehr interessant. Was können Sie den Zuschauern denn jetzt noch mit auf den Weg geben? Oh ja, gerne. AD Agro ist ein in Vechta beheimatetes, inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Technik. Wir arbeiten dort mit hochqualifizierten Ingenieuren, Biologen, Verfahrenstechnikern und Kaufleuten. Ich glaube, wir haben ein sehr hochmotiviertes, engagiertes und leistungsfähiges Team. Wir arbeiten in unserem Bereich seit Jahren wirklich nur mit Lieferanten zusammen, die höchste Ansprüche, wie wir auch stellen, an Qualität, Langlebigkeit und Effizienz, damit wir auch überall dort, wo unsere Anlagen stehen, auch maximale Leistungen an Wartung und Service bieten. Ja, wir fühlen uns in Vechta wohl. Wir machen, glaube ich, einen ganz guten Job, sonst würde man uns nicht so nachfragen. Ja, und wenn der Zuschauer so das eine oder andere heute über AD Agro Neues mitbekommen hat, dann würde uns das sehr freuen. Und wenn der Zuschauer jetzt noch mal Interesse hat, an wen kann er sich dann wenden? Dann kann er sich gerne direkt mit mir in Verbindung setzen, sowohl unter Telefon in Vechta 88770, ich glaube, das ist recht einfach zu behalten, 88770, oder er kann mir auch eine Mail schreiben, uheider@ad-agro.de. Bin ich fast jederzeit zu erreichen. Gut.
Herr Haider, ich bedanke mich recht herzlich für das interessante und innovative Gespräch. Ich wünsche Ihnen hier auf der Messe noch viel Spaß und viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja, und ich freue mich, wenn die Zuschauer so ein paar Neuigkeiten von der Messe mitnehmen können. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Messestand der REW, Regenerative Energiewirtschaftssysteme GmbH, und neben mir steht der Geschäftsführer, Herr Dr. Dieter Schillingmann. Herr Schillingmann, was macht Ihr Unternehmen und was stellt Ihr Unternehmen her? Wir schließen regionale Kreisläufe. Wir wollen Bioreststoffe in Dünger und Energie umwandeln und haben dazu Entwässerungsmaschinen, Trocknungsmaschinen und Pyrolysemaschinen. Wir produzieren Dünger und Energie. Mhm. Und was stellen Sie in diesem Jahr auf der Agritechnica auf? In diesem Jahr haben wir unsere Messeneuheit, eine Akkupress AL200 zur Entwässerung von Gärresten oder anderen biogenen Reststoffen zur Gewinnung eben dieser Produkte. Mhm. Was letztendlich der Landwirt auf seinen Feldern verteilen kann. Ganz genau. Es geht darum, aus den Gärresten, aus dem Klärschlamm transportwürdigen Qualitätsdünger zu erzeugen. Erste Stufe ist immer Entwässern. Zweite Stufe ist dann die Trocknung. Man kann auch über die Vergasung, über die Verdampfung noch gehen zur flüssigen Aufkonzentration des Düngers und dann als dritte Stufe noch die Pyrolyse angehen, um Biokohle zu erzeugen. Pyrolyse, ganz kurz vielleicht mal? Pyros, das Feuer. Ja. Es wird praktisch ein indirekt beheizter Reaktor genutzt, um dann diese Trockenstoffe in Kohle umzuwandeln. Wir haben also hier auch so eine Kohle mal produziert. Das ist natürlich ein CO2-Speicher und der hilft dem Klimawandel. Mhm. Was plant Ihr Unternehmen für die Zukunft? Wir wollen unsere Maschinen verkaufen, wir wollen den Umsatz steigern, wir möchten natürlich auch junge, interessierte Mitarbeiter einstellen, wir wollen eine kleine Fabrik werden. Mhm. Das hört sich gut an, das sind auf jeden Fall Zukunftsperspektiven. Wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer Interesse haben sollte, an wen kann er sich wenden? Ja, melden Sie sich www.regenis.de, info@regenis. Regenis ist das Produkt, Entwässerung, Trocknung, Pyrolyse. Kommen Sie zu uns, rufen Sie uns an 05431 90 70 91. Melden Sie sich bei Herrn Hüvelmann, bei Schillingmann. Sie werden jederzeit gut bedient. Dankeschön. Herr Schillingmann, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen hier auf der Messe noch viel Erfolg und viel Spaß. Danke. Alright. Wir sind jetzt auf dem Messestand der AquaPro Bewässerungstechnik. Neben mir steht der Geschäftsführer, Herr Frank Vogel. Herr Vogel, was macht die AquaPro? Wo liegen Ihre Schwerpunkte? Die Firma AquaPro Bewässerungstechnik mit Sitz in Achim ist ein Fachunternehmen für Beregnungstechnik. Wir liefern und planen unseren Kunden Gesamtsysteme im Bereich Bewässerungstechnik für Landwirtschaft. Wir beliefern unsere Kunden mit aktuellen und modernen Geräten im Bereich Beregnungsmaschinen, Rohrleitungssysteme, umfassende Pumpensysteme, Center-Pivot-Anlagen und insbesondere auch spezielle Applikationen, die diesen Bereich weiter unterstützen und effizienter gestalten lassen. Gibt es denn in diesem Jahr auf der Agritechnica auch eine Messeneuheit? Zum einen präsentieren wir unseren jetzigen Stand an modernen Beregnungsmaschinen. Sie sehen welche hier im hinteren Bereich oder in dem Bereich. Als Weltneuheit können wir in Zusammenarbeit mit einem sehr innovativen Partner ein absolutes Management-System vorstellen, was sich Raindancer nennt. Wir bringen mit dem Unternehmen AquaPro gemeinsam in der nächsten Vegetationsperiode, also im Jahr 2014, eine neue Lösung auf den Markt. Ich will Ihnen diese Lösung kurz erläutern. Stellen Sie sich vor, ein Landwirt in den Sommermonaten ist im Grundsatz nur unterwegs. Ein Landwirtschaftsbetrieb mit Beregnungstechnik muss parallel genau wissen, was ist mit meinem Regner, wo steht er, ist der Regner fertig.
Und wenn er das nicht weiß, dann stehen die Regner oft ungenutzt rum. Das schlägt sich natürlich dann letztendlich im Pflanzenwachstum und unterm Strich im Ertrag wieder. Und wir haben in dem Zusammenhang eine Lösung entwickelt, mit der es möglich ist, dass ich mit einem Smartphone die Position der Regner mir jederzeit anzeigen lassen kann. Ich sehe also genau, wo steht der Regner. Ich sehe genau, welche Beregnungsgänge sind in den letzten Tagen realisiert worden. Und ich sehe auch ganz genau, wann wird er voraussichtlich fertig sein. Wenn er fertig ist, bekomme ich von dem System eine SMS, sodass ich mich sofort darum kümmern kann, dass der Regner auf die nächste beregnungsbedürftige Fläche umgesetzt wird. Dann steht die Frage, auf welche Fläche muss umgesetzt werden. Mit unserer Lösung Raindancer gibt es die Möglichkeit, dass alle Beregnungsschläge angezeigt werden und dass ich mir anzeigen lasse, auch farblich dargestellt, wann ist auf dem einzelnen Schlag das letzte Mal beregnet worden, sodass ich hinterher auch farblich markiert mit Detailinformationen, die ich mir dann abrufen kann, genau den Schlag aussuchen kann, der jetzt im Augenblick das Wasser am meisten benötigt, um letztendlich die maximal möglichen Erträge zu finden. Unterm Strich ist es für den Landwirt eine betriebswirtschaftliche Aufgabe und gleichzeitig für die Umwelt eine Frage, dass tatsächlich nur so viel Wasser in die Beregnung eingebracht wird, wie durch die Pflanze tatsächlich benötigt wird. Herr Vogel, das ist ja wirklich ein sehr innovatives Produkt. Viel Erfolg damit. Wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer Interesse haben sollte, an wen kann er sich wenden? Am besten wenden sich auf unsere Homepage unter www.aqua-pro.de. Finden Sie unsere Anschrift, unsere Telefonnummer und unsere entsprechenden Ansprechpartner. Aber gerne wenden Sie sich auch an mich persönlich. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß hier noch auf der Messe. Danke. Besten Dank. Wir sind jetzt auf dem Stand von Rebo Landmaschinen GmbH und neben mir steht der Geschäftsführer, Herr Alexander Bruns. Herr Bruns, was macht die Firma Rebo? Ja, erstmal herzlich willkommen hier auf der AG Technica auf unserem Rebo-Reckstand. Ich denke, das ist sehr interessant, ist, hier auf der Messe auszustellen, denn wir haben viel Neues zu bieten. Unter anderem halt unseren aktuellen Rebo-Reck für die Kommunalwirtschaft, aber auch für die Landtechnik. Wir stellen halt aus, um auch letztendlich den Kundenkontakt vor Ort hier zu erreichen. Wie sind Sie mit dem Messeverlauf hier auf der Agritechnica zufrieden? Ja, mit dem Messeverlauf sind wir überwältigt. Also so einen großen Zuspruch habe ich bisher noch nicht erlebt. Gestern habe ich mit dem John Deere-Chef gesprochen. Er meinte, dass über 280.000 schon da wären, wenn man überlegt, dass nahezu 411.000 Besucher vor 2 Jahren da waren, ist das doch schon ein großer Anstieg. Und was gibt es in Ihrem Unternehmen an Neuigkeiten? Oh, zahlreiche. Ich will mal 3 nennen. Zum einen haben wir gerade vor 13 Tagen die Firma Göbbert, einen langjährigen Partner, übernommen in Schwarförden, Landkreis Diepholz, und auch seine neuen Mitarbeiter. Und das wird, denke ich, ganz spannend, auch dieses Gebiet, dieses erweiterte John Deere-Gebiet auch, sage ich mal, mit Leben zu füllen, noch zu intensivieren, auch im Erntemaschinenbereich. Zum anderen haben wir gerade auch 1,3 Millionen investiert in den Bereich Landtechnik. Unser Service-Kompetenzcenter in Rechterfeld kam ein bisschen in die Jahre und haben jetzt sozusagen unsere Fläche auf 2000 Quadratmeter Servicebereich stark intensiv erweitert. Ja, und die dritte Neuerung, die wir haben, wir werden im Frühjahr nächsten Jahres in Winsen-Nur noch einen weiteren Standort erweitern im Rasen- und Grundstückslegebereich mit unserer Firma Rebo Motorgeräte, sodass wir dann 14 Standorte in Norddeutschland haben und uns doch ganz gut aufgestellt haben. Zu ergänzen wäre vielleicht noch unser relativ neuer Standort in Neuenkirchen-Vörden, wo wir halt ein breites Spektrum an Gebrauchtmaschinen ausstellen, vom Gabelstapler über Arbeitsbühne, Teleskoplader bis hin zu dem vollen Programm aus der Landtechnik. Ja, Herr Bruns, ich höre das schon, bei Ihnen hat sich viel getan in letzter Zeit und auch in Zukunft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg hier weiterhin auf der Agritechnica. Vielen Dank für das Interview. Ja, danke. Vielen Dank und dann Gruß nach Hause. So, meine lieben Zuschauer von Regio TV, ich hoffe, Sie hatten Spaß bei unserem Rundgang hier über die Agritechnica 2013. Wir haben Ihnen hoffentlich viele Impressionen vermitteln können.
Bis zum nächsten Mal, Ihre Irene Fürste von Regio TV.